Das Ruhrgebiet um 1873. Wer zu dieser Zeit Arbeit sucht, den zieht es hierhin. Das Deutsche Reich wurde zwei Jahre zuvor gegründet und die Region zwischen Ruhr und Emscher boomt. Stahlfabriken und Kohlezechen brauchen Arbeitskräfte. Sie kommen aus dem Münsterland und aus Hessen, aus Sachsen oder Schlesien. Sie sind jung und ledig und fangen auf einer der vielen Ruhrzechen an. Morgens um 16:30 Uhr beginnt auf der Dortmunder Zeche Margarete die Einfahrt. Komm, Glück auf, Kollegen! Mit dabei August Siegel, 17 Jahre alt. Als ungelernter Arbeiter steht er ganz unten auf der sozialen Leiter. Auf Margarete wird er Kohle aus bis zu 300 Metern Tiefe fördern. Hitze und Staub unter Tage sind für August Siegel noch ungewohnt. Er fürchtet Unfälle. Einer seiner Brüder wurde unter Tage schwer verletzt. Ihr Licht, das die Strecken erhält, ist gleichzeitig die größte Gefahr für ihn und die anderen Kumpels. Die Flamme kann unter Tage Methangas entzünden. Immer wieder kommt es zu Explosionen. Siegel und seine Kollegen können das tückische Gas nicht riechen, das durch den Abbau freigesetzt wird. Sie müssen sich auf die Kanarienvögel verlassen. Solange es den Tieren gut geht, droht keine Gefahr. August bekommt nicht einmal einen Taler pro Schicht, nicht viel für harte Arbeit. Schon in seiner Heimat in Sachsen hat Siegel Sozialdemokraten kennengelernt. Ihre Ideen von Gerechtigkeit hat er mit ins Ruhrgebiet gebracht. Aus den Ruhrzechen werden moderne Industriebetriebe. Die Ruhrkohle findet reißenden Absatz. Mit dem schwarzen Gold lässt sich richtig Geld verdienen. Einer, der ebenfalls im Bergbau sein Glück sucht, ist Emil Kierdorf, ein Unternehmersohn. Doch die Weberei seiner Eltern ging bankrott. Jetzt ist er 25 Jahre alt und sucht dringend nach einer neuen beruflichen Perspektive. Er stellt sich bei der Gelsenkirchener Bergwerks AG vor, kurz GBAG. Hier hofft er auf seine Chance. Entscheiden wird darüber Adolf Hansemann. Er ist der Chef der Berliner Diskontogesellschaft und der Finanzier der GBAG. Hansemann ist berüchtigt für seine aggressive Industriepolitik. Ihm gefällt der ehrgeizige junge Mann. Er stellt ihn ein als kaufmännischen Direktor, obwohl Emil Kierdorf kaum Erfahrung mit dem Kohlegeschäft hat. Sein erster Jahresverdienst, 2000 Taler, dazu eine Gewinnbeteiligung. Emil Kierdorf unterschreibt. Er wird Karriere machen und zum ersten modernen Manager aufsteigen, zum Prototyp eines neuen Berufsstands. Zeche Rhein-Elbe. Schacht 1. Hier ist Emil Kierdorfs erster Arbeitsplatz bei der Gelsenkirchener Bergwerks AG. Kierdorf will beweisen, was in ihm steckt. Er lässt Maschinen- und Verwaltungsgebäude bauen, Förderbrücken errichten. Schon im ersten Jahr 1873 kann Kierdorf 600 zusätzliche Bergleute einstellen. Doch Emil Kierdorf ist nicht zufrieden. Auf Zeche Rhein-Elbe mag er der Chef sein, doch nichts von dem, was er hier plant, kann er ohne die Zustimmung seiner Vorgesetzten durchsetzen. Ohne Adolf Hansemann und die Eigentümer dieser Zeche. Für sie ist Emil Kierdorf lediglich der kleine, aber geschätzte Buchhalter, Verkäufer, Korrespondent. Ein einfacher Angestellter ihrer Zeche. Mehr nicht. Im selben Jahr, in dem Kierdorf bei der GBAG anfängt, bezieht Alfred Krupp seine Villa Hügel. Ausdruck seines Reichtums und seiner wirtschaftlichen Macht. Mit ihm vergleichen sich seine Konkurrenten. Krupps Aufstieg ist das Maß, auch für die GBAG. Auf Kohle und Stahl hat Krupp seine Dynastie gegründet. Aus einem kleinen Essener Familienbetrieb ein Industrieimperium gemacht. Wir leben jetzt in der Stahlzeit, schreibt Alfred Krupp selbstbewusst an den deutschen Kaiser. Die Essener Gussstahlfabrik. Das Zentrum eines immer schneller wachsenden Netzes von Kohlezechen, Eisenerzgruben und Hüttenwerken. Im Jahr 1873 arbeiten 16.000 Menschen für Krupp. Immer mehr sollen sie produzieren, bis es zu viel ist. Ende 1873 stürzen die Preise für Eisen und Kohle ab. Krupp gerät an den Rand des finanziellen Ruins.
Auch Emil Kierdorf, der junge Direktor, steht jetzt unter Druck. Die Kohle, die seine Zeche fördert, ist plötzlich ein Drittel weniger wert. Hansemann erwartet von ihm, dass er die Krise meistert. Für Kierdorf steht die berufliche Existenz auf dem Spiel. Immer häufiger reagiert er gereizt. Der Widerstand, den ich in dem Bergbau allgemein, dann auch bei meiner Gesellschaft fand, hat mich zu einer Schroffheit gebracht, die mir von Natur fernliegt und häufig sich in Heftigkeit äußert. Emil Kierdorf rechnet mit spitzem Bleistift. Die Arbeitskraft wird zum reinen Kostenfaktor. Wie alle Ruhrunternehmer kürzt er die Löhne seiner Arbeiter. August Siegel und die anderen Bergarbeiter sind dem ausgeliefert, verdienen weniger und müssen länger arbeiten. Viele werden entlassen. Die Bergleute spüren, dass sie kein privilegierter Stand mehr sind, so wie früher, als noch der Staat die Hand auf dem Bergbau hatte. Jetzt sind sie abhängig von der Willkür der Grubenbesitzer. Industrieproletariat. Und die Arbeit ist hart wie eh und je. Die Werkzeuge sind seit Jahrhunderten die gleichen. Beil, Schaufel und Keilhaue bleiben bis weit ins 20. Jahrhundert im Einsatz. In dieser Zeit bekommen August Siegel und seine Kollegen neue Grubenlampen. Sie zeigen matte Wetter an. Die Flamme verfärbt sich bläulich, wenn der Methangasgehalt in der Luft steigt. Die Zeit der Kanarienvögel ist vorbei. Doch auch die neuen Lampen bieten nur unzureichenden Schutz. Weiterhin kommt es zu Explosionen. Die Zahl der tödlichen Unfälle ist hoch. Kaum ein Kumpel kann länger als bis Mitte 40 unter Tage arbeiten. Und dann hilft den Bergleuten die traditionelle Knappschaftsversicherung. Immerhin. August Siegel ist jetzt Hauer auf Zeche Margarete. 8 Stunden unter Tage, dazu die Ein- und Ausfahrt. Häufig Überschichten. Als besonders drückend erlebt er seine Rechtlosigkeit. Jeder kämpft für sich allein, Tag für Tag. Auch von einer politischen Arbeiterbewegung war bei uns keine Spur zu finden. Und es ging mir sehr nach, dass ich keine Parteizeitung zu Gesicht bekam. Aus Sachsen weiß August Siegel, dass dort seit 1869 eine Arbeiterpartei aktiv ist. Davon ist man auf Margarete weit entfernt. Der einzige Streik, bei dem alle 400 Kumpel die Arbeit niederlegen, endet nach wenigen Tagen ohne Erfolg. Keiner will seinen Arbeitsplatz riskieren. Selbst der Arbeitslohn kann willkürlich gekürzt werden. August Siegel hat es schon oft genug erlebt. Denn der Steiger entscheidet nach Augenschein über die Qualität der Kohle. Hält er sie für unrein, also mit Steinen durchsetzt, streicht er den ganzen Wagen. Und die Arbeit der Bergleute wird nicht bezahlt. Beschwerden über das sogenannte Wagennullen sind zwecklos. Die Steiger haben volle Rückendeckung der Werksleitung. Erst recht während der Wirtschaftskrise. Und die dauert länger, als viele erwartet haben. Die Zechen fördern zwar weiter Kohle, aber die Preise erholen sich nicht. Emil Kierdorf bewährt sich jetzt als energischer Kaufmann und guter Stratege. Kauft für die Gelsenkirchener Bergwerks AG marode Zechen billig auf und saniert sie mit harter Hand. Mit seiner Familie wohnt er in der Direktorenvilla gleich neben der Zeche Rhein-Elbe. Doch er, der Angestellte, will zum Kreis der wirklich Mächtigen im Ruhrbergbau dazugehören. Will in den Vorstand des Bergbauvereins. Hier trifft sich der Bergwerksadel. Heinzmann, Krabbler, Haniel. Vertreter alteingesessener Bergmannsfamilien und reiche Unternehmer. Sie sind die Lobby der Zechenbesitzer, der sogenannten Gewerken. Zweimal bewirbt sich Emil Kierdorf. Zweimal wird er nicht gewählt. Beim dritten Versuch endlich schafft er es. Emil Kierdorf wird in den Vorstand des Bergbauvereins gewählt. Von nun an redet er, der Emporkömmling, mit, wenn die Ruhrunternehmer Politik machen.
Noch herrscht Ruhe in den Zechensiedlungen an der Ruhr. Denn die Unternehmer ließen sie bauen, um die Belegschaft an sich zu binden. Dass die Familien mit dem kargen Lohn der Männer überleben können, dafür sorgen die Frauen. Sie kochen, holen Wasser vom Brunnen, waschen Wäsche, erziehen die Kinder und müssen immer mit dem Mangel wirtschaften. Jeden kann ein Schicksalsschlag treffen. Der Tod des Vaters unter Tage oder der Mutter im Kindsbett. Beides stürzt die Familie in tiefe Not. Jede Familie hat hinter dem Haus ein Stück Garten und einen Stall für ein Schwein. Die Frauen bauen Kartoffeln, Kohl und Steckrüben an und sie kochen für den Winter ein. August Siegel zieht von Sölde nach Dorstfeld, heute ein Stadtteil von Dortmund. Dorstfeld war damals ein Dorf. Wie viele Orte im Ruhrgebiet wächst es durch den Bergbau schnell zu einer kleinen Stadt an. Siegel heiratet und gründet eine Familie. Doch die Sorgen reißen nicht ab. Immer wieder muss August die Zeche wechseln, weil er gegen schlechte Bezahlung und Willkür protestiert. Ohne Rücksicht auf seine Familie. Er tröstet sich damit, dass seine Frau aus einer sehr armen Familie. Ich dachte mir, als ich um sie freite, wenn es uns gut geht im Leben, ist sie zufrieden. Und geht es uns schlecht, dann wird sie nicht murren. August Siegel liest jetzt regelmäßig den Sozialdemokraten, die verbotene Parteizeitung der Sozialisten. Manchmal bekommt seine Familie deswegen Besuch von der Polizei. Doch Siegel lässt sich nicht einschüchtern von Otto von Bismarcks Sozialistengesetz. Zuckerbrot und Peitsche. Um das Volk ruhig zu halten, schafft Bismarcks Regierung erstmals Sozialversicherungen, die bei Krankheit, Unfall und im Alter zahlen sollen. Gleichzeitig ist jede sozialistische Tätigkeit verboten. Die Polizei beschlagnahmt sozialdemokratische Schriften, löst Parteiversammlungen auf, verfolgt Gewerkschaftsarbeit. August Siegel hält das nicht davon ab, sich heimlich den verbotenen Sozialdemokraten anzuschließen. August Siegel trifft sich jetzt regelmäßig mit Genossen aus Dortmund. Viele sind Bergarbeiter wie er. Sie wollen sich organisieren. Doch Verbände dürfen sie nicht gründen. Politische Tätigkeit ist ihnen verboten. Bei unseren Zusammenkünften wurde jedes Mal einer bestimmt, dessen Geburtstag gefeiert wurde. Schien uns bei unserer Beratung etwas verdächtig, so brachten wir ein Hoch auf das Geburtstagskind aus. War die Gefahr vorüber, setzten wir unsere Maulwurfarbeit fort. Ziel dieser Maulwurfarbeit ist der Knappenverein Dorstfeld. Ein unpolitischer Zusammenschluss zur gegenseitigen Unterstützung in der Not. Siegel tritt in den Verein ein, bewirbt sich um den Vorsitz und löst damit einen Tumult aus. Die Gegner riefen, Siegel ist Sozialdemokrat. Als Antwort ließen mich meine Freunde hochleben. Schließlich artete die Versammlung in eine wüste Schlägerei aus. Aber Siegel wird gewählt. Die traditionellen Knappenvereine sind die einzige Möglichkeit für Bergleute, sich zusammenzuschließen. Bis jetzt gelten sie als politisch unverdächtig. Aus einer gemeinsamen Kasse unterstützen sie sich in Notlagen. In Dorstfeld führt jetzt August Siegel diese Kasse. Er will, dass die Vereine auch die politischen Interessen der Bergleute vertreten. Da bricht Anfang Mai 1889 im Ruhrgebiet ein Streik aus. Pferdejungen legen als erste die Arbeit nieder. Andere folgen bald, aus Unmut über die Willkür der Steiger und der Unternehmer. August Siegel und die anderen Bergarbeiterführer sind völlig überrascht. Sie wollten erst eine Gewerkschaft gründen, dann streiken. Auch auf Zeche Zollern, auf der August Siegel jetzt arbeitet, herrscht Unruhe. Einige wollen einfahren, andere, vor allem die jungen Arbeiter, wollen streiken. August Siegel sorgt für Ruhe und wird zum Streikführer. In den Streikversammlungen kam nun der seit 15 Jahren unterdrückte Groll zum Durchbruch. Manchmal mit nicht gerade geschickten Worten. Darob Angst bei unseren Peinigern. Sie fürchteten sich vor dem Riesen aus der Tiefe. Innerhalb weniger Tage streiken im Ruhrgebiet 90.000 Arbeiter.
Und auch in anderen Revieren des Deutschen Reichs schließen sich Bergleute dem Arbeitskampf an. Die Unternehmer reagieren hilflos. Emil Kierdorf verspricht seinen Arbeitern kurzfristig Lohnerhöhungen, um den Streik zu beenden. Ohne Erfolg. Die Bergarbeiter wollen nicht nur mehr Lohn, sondern auch kürzere Arbeitszeiten und die Abschaffung des verhassten Wagennullens. Innerhalb weniger Tage organisieren sie eine Streikleitung. Jede Zeche wählt 3 Delegierte. August Siegel ist einer von ihnen. Doch mit ihnen wollen die Unternehmer nicht verhandeln. Die Situation eskaliert. Die preußische Regierung schickt Militär ins Streikgebiet. In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai schießen in Dortmund Soldaten in eine Menschenmenge. 3 Menschen sterben, darunter eine Frau. Am nächsten Tag meldet eine Dortmunder Zeitung, unter den Erschossenen befindet sich die Frau des Bergarbeiters König. Sie wurde von mehreren Kugeln getroffen und war sofort leblos. Die Bergarbeiter geben diesmal nicht so schnell auf. August Siegel ist ein begehrter Redner. Er reist von Streikversammlung zu Streikversammlung. Um die größte Not zu lindern, versuchen er und seine Mitstreiter, eine Streikkasse aufzubauen und rufen zu Spenden auf. Wie kann es weitergehen? Auf einer Versammlung in Dorstfeld greifen die Bergarbeiter eine Idee des Wirts auf. Der Kaiser würde den Bergleuten schon helfen, wenn er von deren Elend wüsste. Damals ist es üblich, dass sich Bergleute in Not mit einer Petition an den Kaiser wenden. Schließlich ist er der oberste Bergherr. August Siegel, Ludwig Schröder und Fritz Bunte werden von der Versammlung gewählt. Sie sollen den Kaiser um eine Audienz bitten. 4 Tage später sitzen sie im Zug nach Berlin. Kaiser Wilhelm II. Ist bereit, die Delegation der Bergleute zu empfangen. Dass die Streikenden eine Audienz beim Kaiser bekommen, ist eine Sensation. Bunte, Schröder und Siegel werden schlagartig berühmt. In Berlin war der Arbeitskampf der Ruhrbergleute vom ersten Tag an mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden. Wilhelm II. Lässt sich fortlaufend telegrafisch über den Ausstand informieren. Um 3 Uhr nachmittags werden Siegel, Schröder und Bunte im Schloss empfangen und instruiert. 10 Minuten solle die Kaiseraudienz dauern und seine Majestät sei mit Euer Gnaden anzusprechen. Was ist euer Wunsch, hob der Kaiser an. Schröder erwiderte, die von unseren Vätern ererbte 8-stündige Schichtzeit und dabei so viel zu verdienen, dass wir unsere Familien ehrlich und ordentlich ernähren können. Danach bestellt der Kaiser eine Abordnung von Bergwerksunternehmern zu sich. Die fühlen sich unter Druck gesetzt. Emil Kierdorf schäumt. Auch er, der Direktor, ist der Meinung, dass die Arbeiter in die Knie gezwungen werden müssen. Keine Zugeständnisse, keine Verhandlungen, keine Gnade für die Anführer des Streiks. In einem Brief an seinen Chef Adolf Hansemann macht sein Zorn nicht einmal vor dem Kaiser Halt. Wir weisen die gegen unsere Industrie im Allgemeinen und damit gegen uns erhobenen Beschuldigungen auf Ausbeutung der Arbeiter mit gerechter Entrüstung zurück. Kierdorf bleibt nicht untätig. Er führt schwarze Listen ein. Nach 3 Wochen bröckelt die Streikfront. August Siegel ist enttäuscht. Der Besuch beim Kaiser hat nichts gebracht. Wieder saßen die Unternehmer am längeren Hebel. Er wird entlassen. Er ist ein prominentes Opfer der schwarzen Listen, die Emil Kierdorf vorangetrieben hat. Von nun an verdient Siegel sein Geld als Bierhändler. Wilhelm II. Schickt ein Dankesschreiben an das 15. Infanterieregiment für den Einsatz im Streikgebiet. 14 Menschen hatten ihr Leben während des Streiks verloren. Wilhelm II. Und Bismarck streiten, wie mit Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern umzugehen sei. Als der Kaiser seinen Reichskanzler entlässt, ist Kierdorf entsetzt. Eine verhängnisvolle Fehlentscheidung von einem unfähigen Herrscher. Weil Emil Kierdorf und die Ruhrunternehmer sich hartnäckig weigern, Zugeständnisse zu machen, erlässt Wilhelms neue Regierung 1892 eine Novelle des Berggesetzes. Die Arbeitszeiten werden verkürzt und die Arbeitsschutzbestimmungen verbessert. August Siegel und die beiden anderen Kaiserdelegierten reisen durchs Deutsche Reich, um die Bergarbeiter zu mobilisieren.
Sie wollen ihre Interessen mit einer starken eigenen Organisation durchsetzen können. Sie laden zu einer Versammlung in Dorstfeld ein. 3 Monate nach Streikende wird im Gasthof Ziegler der Verband Deutscher Bergleute gegründet. Die erste deutsche Bergarbeitergewerkschaft. Obwohl politische Versammlungen seit 1890 wieder erlaubt sind, werden Sozialdemokraten und Gewerkschaftsführer weiter drangsaliert. Der Kaiserdelegierte Ludwig Schröder wird zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Auch August Siegel muss vor Gericht. Wegen indirekter Aufheizung zum Ungehorsam und wegen Beleidigung von Grubenbeamten. Anfang Januar 1892 soll er eine 8-monatige Gefängnisstrafe antreten. Am Abend, bevor er sich den Behörden stellen soll, entschließt sich August Siegel, Deutschland zu verlassen. Meine Frau überließ mir die Entscheidung. Die war nicht leicht gefasst. Stumm nahm ich von den Kleinen Abschied. Freunde und politische Weggefährten hatten Siegel zur Flucht geraten. Denn die Zukunft des Bergarbeiterverbands sei ungewiss. Aber der Preis ist hoch. August Siegel weiß nicht, ob er Frau und Kinder je wiedersehen wird. Für seine Familie werden jetzt seine Gewerkschaftsfreunde sorgen. Von Düsseldorf fuhr ich hinaus in die Welt, in eine unsichere Zukunft. Abends 10 Uhr bestieg ich das Schiff in Vlissingen. Eben abgefahren, fasst mich Verzweiflung. Ich wollte mich in die See stürzen. In England findet Siegel Arbeit in einem Bergwerk und holt Frau und Kinder nach. Der Rückweg ist ihm abgeschnitten. In Deutschland wird er steckbrieflich gesucht. Jahrhundertwende. Die Krise ist vorbei. Die Schwerindustrie im Ruhrgebiet wächst explosionsartig. Für Krupp arbeiten jetzt 46.000 Menschen. Der Familienbetrieb wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Auch die Gelsenkirchener Bergwerks AG wächst weiter. Sie gehört jetzt zu den mächtigsten Kohlelieferanten im Deutschen Reich. Damit wächst auch der Einfluss von Emil Kirdorf. Als Adolf Hansemann, sein Chef, 1903 stirbt, wird Kirdorf zum unumstrittenen Alleinherrscher der GBAG. Er, ein angestellter Manager. Im Dortmunder Westen lässt Kirdorf eine repräsentative Zechenanlage errichten, die Zeche Zollern 2-4, ein Symbol für das Selbstbewusstsein der Gelsenkirchener Bergwerks AG und für seinen Erfolg. Die Maschinenhalle lässt er nach neuester Bautechnik mit einer Stahlkonstruktion bauen. Aber die eigentliche Pionierleistung ist der Maschinenpark. Ein neues Zeitalter im Bergbau beginnt, die Elektrifizierung. Emil Kirdorf, der Aufsteiger, hat nichts von seiner Energie und seinem Ehrgeiz eingebüßt. Er will immer zu den Ersten gehören. Kirdorf sorgt dafür, dass auf Zeche Zollern die erste große elektrische Fördermaschine der Welt anläuft. In seiner Maschinenhalle werden erstmals alle Maschinen elektrisch angetrieben. Einige Jahre ist Zeche Zollern eine vielbesuchte Musterzeche im Ruhrgebiet. Nicht groß, aber hochmodern. Die Hauer auf Zeche Zollern arbeiten jetzt schon mit Abbauhämmern, die von Druckluft angetrieben werden. Die Abbauhämmer machen die Arbeit effektiver, aber nicht leichter. Unfälle sind weiter an der Tagesordnung. Und bisher unbekannte Krankheiten kommen hinzu. Und auch die arbeitsrechtliche Situation verbessert sich nicht. Lohn und Arbeitszeiten werden weiter von den Unternehmern vorgegeben. Dazu die willkürlichen Lohnkürzungen durch Wagennullen. Aber viele Arbeiter sind jetzt in einer Gewerkschaft organisiert. Von England aus verfolgt Siegel den Kampf der deutschen Arbeiter gegen die Unternehmer. Der Verband Deutscher Bergarbeiter zählt 1904 schon fast 50.000 Mitglieder. Andere Gewerkschaften sind inzwischen hinzugekommen. Und die Politik der Industriekonzerne wird offen diskutiert und kritisiert. Soziale Ungerechtigkeit wird nicht einfach mehr hingenommen. Emil Kirdorf verfolgt die Entwicklung voller Ärger. Er sieht darin eine Hetzkampagne der Sozialdemokratie
und sehnt sich nach einem neuen Bismarck, der mit eiserner Hand regiert. Von einem Kollegen wird ihm eine Karikatur aus der Satirezeitschrift Simplicissimus zugesandt. 50% Dividende über der Erde, unter der Erde 50% Sterblichkeit. Kierdorf ist erbost. Selbst der Witz weiß nur noch prüfungslos den niedrigsten Gelüsten der Massen zu schmeicheln. Das ernste und gewissenhafte Streben wird in den Kot gezogen, die niedrige Gier genährt. 1905 legen 200.000 Bergarbeiter die Arbeit nieder. Ihre Forderungen sind immer noch mehr Lohn, kürzere Arbeitszeit, ein Ende des Wagennullens und Mitspracherecht für die Gewerkschaften. Die öffentliche Meinung und die Regierung zeigen Sympathien für die Streikenden. Kierdorf dagegen fühlt sich und die Unternehmerseite verraten. Die Presse ernennt ihn zum Eisheiligen, wegen seiner schroffen Unbeweglichkeit. Nach einem Monat geht der Streik ergebnislos zu Ende. Auch diesmal greift der Staat ein und novelliert erneut das Berggesetz. Begründung: Mit den Unternehmern könnten offensichtlich keine Verhandlungen geführt werden. Das Wagennullen wird endlich abgeschafft. Und die Arbeitszeit samt Ein- und Ausfahrt wird auf 8,5 Stunden begrenzt. Für Kierdorf die Ungeheuerlichkeit einer rückgratlosen und schlappen Regierung. Für die Arbeiter ein Teilerfolg. Im März 1912 kehrt August Siegel für kurze Zeit nach Deutschland zurück. Das erste Mal nach 20 Jahren im Exil. Als Sozialdemokrat der ersten Stunde erlebt er, dass die SPD gerade zur stärksten Fraktion im Reichstag gewählt worden ist. August Siegel kommt aus dem Staunen nicht heraus. Für Gewerkschaftsarbeit kann jetzt öffentlich geworben werden. In jedem größeren Betrieb sind Gewerkschafter aktiv. August Siegel tritt auf zahlreichen Versammlungen auf. Auch im englischen Exil hat er für die Sache der Arbeiter gekämpft. Er spürt, die Arbeiter sind eine Kraft geworden, die nicht mehr zu unterdrücken ist. Darauf ist er stolz. Die SPD wird während des Krieges weiter erstarken und die erste deutsche Republik mitbegründen. Im November 1918 erkennen die Ruhrunternehmer die Gewerkschaften endlich als legitime Vertretung der Arbeiter an und unterzeichnen den ersten Tarifvertrag. Emil Kierdorf zieht sich verbittert zurück auf seine neue Villa in Mülheim an der Ruhr. Er nennt sie Streithof, in Erinnerung an die harten Auseinandersetzungen im Streikjahr 1905. Er findet Gefallen an seiner selbstgewählten Einsamkeit. Er ist erbittert über die preußische Regierung, die den Arbeitern entgegengekommen ist. Aus Protest tritt er von allen öffentlichen Ämtern zurück. Der große deutsche Wirtschaftsführer im Ruhrgebiet, Geheimrat Emil Kierdorf, wurde 90 Jahre alt. Im Alter wird Emil Kierdorf zum glühenden Verehrer Adolf Hitlers. Er erkennt in ihm einen neuen Bismarck. Danke unserem Führer, der uns das geschaffen hat. Adolf Hitler kommt mehrmals auf den Streithof und hält 1939 nach Kierdorfs Tod die Grabrede. August Siegel kehrt 1919 endgültig ins Ruhrgebiet zurück. Unsere Feinde waren unsere besten Agitatoren. Jeder Angriff machte uns nur stärker, schreibt er am Ende seiner Autobiografie. Siegel stirbt 1936 im Alter von 80 Jahren. Aus dem Deutschen Bergarbeiterverband, den er gründete, wird nach der Nazi-Diktatur die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie. Deutschland nach der Reichsgründung 1870. Aus einem Agrarstaat war in einmalig kurzer Zeit eine Industrienation geworden. Es war das Reich der Stahlbarone. Und einer der mächtigsten von ihnen war Karl Ferdinand Stumm. Seine Zeit steht auch für den gewaltigsten Umbruch von allen. Aus Knechten und Bauern wurden Industriearbeiter. Einer von ihnen, Johann Groß. Sommer 1890. Wie jeden Sonntagnachmittag wandert er mit dem Freund vom Dorf in die Eisenhütte Karl Ferdinand Stumms. Er hätte auch Bergmann werden können. Aber als Bauer kann er den Gedanken nicht ertragen, unter der Erde zu arbeiten. Männer aus dem Dorf gehen in die Eisenhütte. Dort betreten sie eine Welt,
die Johann Groß an die Höllenbeschreibungen seines Dorfpfarrers erinnert. Johann Groß wird Puddlerlehrling. Jahre wird es dauern, bis er daran gewöhnt sein wird, in Hitze und Staub schwer zu arbeiten. Die Puddler sind Arbeiter, die flüssiges Eisen so lange von Hand umrühren und kochen, bis Stahl daraus wird. Die Schienen und die Achsen der Züge, aber auch der Eiffelturm. Den Stahl haben unzählige Puddler von Hand hergestellt. Knochenarbeit. Das Puddelverfahren wurde in England entwickelt. Mit ihm können die Öfen erstmals so befeuert werden, dass das Roheisen nicht mehr mit Brennstoffen in Berührung kommt und verunreinigt wird. Die Puddler rühren so lange in der teigigen Eisenmasse, bis der Luftsauerstoff sich mit dem Kohlenstoff aus dem Eisen verbindet. So kommt das Eisen zu seiner Natur, sagen dazu die Arbeiter. Eine Stunde lang bearbeitet ein Puddler den Eisenteig. Macht er einen Fehler, ist der Stahl verdorben und das verbrauchte Roheisen wird vom Lohn abgezogen. Heinz Gillenberg. Als das Neunkircher Eisenwerk in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschlossen wurde, war er technischer Direktor der Hütte. Sein Großvater war Puddler und auch sein Vater war Hüttenmann. Das alte Kutschenhaus von Karl Ferdinand Stumm ist heute sein Archiv. Heinz Gillenberg hatte sich bei der Werksschließung vorgenommen, die Erinnerung an die schwere Arbeit seiner Vorfahren zu retten. Wie man puddelt, mussten die Menschen damals sich mit ihrer Körperarbeit selbst aneignen. Verwandt sein mit einer Maschine, das ergibt sich bei Menschen automatisch. Als Johann Groß um 1890 das Puddeln lernt, ist das Neunkircher Eisenwerk eine der wichtigsten und größten Eisenhütten im Deutschen Reich. Und Karl Ferdinand Stumm, der reichste Unternehmer von allen. Täglich ist er im Werk, kontrolliert alles und jeden. Sein Regiment ist eisern. Karl Ferdinand Stumm, Freiherr von Stumm-Hallberg, ist eine schillernde, vielschichtige, fast schon tragische Figur. Mit 22 Jahren, nach dem Selbstmord seines Vaters, hat er die Leitung des Eisenwerks übernommen und es mit Geschick zu einem der modernsten in Deutschland ausgebaut. Was ihn geprägt hat, ist der Krieg von 1870 gegen Frankreich. Die Schlacht auf den Spicherer Höhen bei Saarbrücken. Als Rittmeister ist Stumm an vorderster Front mit dabei. Diese Schlacht und die endgültige Niederlage Frankreichs bei Sedan machen dem jungen Eisenhüttenchef klar, dass dieser Krieg nicht nur das Schicksal Deutschlands bestimmen wird, sondern auch sein eigenes. Die technischen Errungenschaften des Industriezeitalters werden auch den Krieg tiefgreifend verändern. Die Fotografie hat auf dem Schlachtfeld Einzug gehalten. Offiziere und Soldaten, die sich zum Andenken von Feldfotografen ablichten lassen. So hat sich auch ein Bild erhalten vom Kriegsteilnehmer Karl Ferdinand Stumm. Von Anfang an ist der saarländische Eisenbaron an der Gründung des Deutschen Reiches beteiligt. Als Offizier im Krieg, als Berater in den Friedensverhandlungen. Er ist Augenzeuge beim Gründungsakt des neuen Kaiserreiches im Schloss von Versailles. Hier wird der Satz Bismarcks Wirklichkeit, dass Eisen und Blut die großen Fragen der Zeit entscheiden. Es ist die Stunde des Eisenbarons Karl Ferdinand Stumm. Während der Belagerung der lothringischen Stadt Thionville hatte der Rittmeister Stumm in der Umgebung eine Entdeckung gemacht. Die gewaltigen Eisenerzvorkommen bei Uckange. Nach dem Krieg wird Lothringen an Deutschland angeschlossen. Der Rittmeister beschließt, auf diesen Erzfeldern ein eigenes Hochofenwerk zu bauen, um die zunehmend schwierige Eisenversorgung seiner Neunkircher Eisenwerke zu sichern. Die Ruinen der Hochöfen von Uckange oder Uckingen, wie dieser Ort unter deutscher Herrschaft hieß, stehen noch. Die Dinge lassen sich nach der Reichsgründung zunächst gut an. Die Zollschranken sind Vergangenheit, es gibt eine einheitliche deutsche Währung und große Nachfrage nach Produkten aus Eisen und Stahl. Das neue Kaiserreich industrialisiert sich mit rasanter Geschwindigkeit und viele werden in kürzester Zeit märchenhaft reich. Die Krise kommt kaum drei Jahre später, der Gründerzeitcrash von 1873-74. Die Expansion um jeden Preis hat die Gier ins Unermessliche getrieben. Viele der neuen Firmen gehen unter in diesem Börsencrash.
Stumm entkommt, indem er sein Eisenwerk konsequent modernisiert. Er ist einer der ersten, die auf das englische Thomas-Verfahren umrüsten. Damit kann in riesigen Konvertern Stahl geblasen werden. 200.000 Tonnen Stahl produzierte Deutschland 1870. Zur Jahrhundertwende werden es 19 Millionen Tonnen sein. Ein Reich im Feuer der Hochöfen geschmiedet. Die Industrialisierung Deutschlands. Sie verändert die Städte, die Landschaft, die Natur. Vor allem aber die Menschen. Sichtbares Zeichen dafür: die Uhr. Uhren werden zum zentralen Motiv an den Schlössern der Industriebarone. Jede der neuen Fabrikhallen wird beherrscht von Uhren. Es beginnt die Diktatur der Pünktlichkeit und das Arbeiten nach der Uhr. Fast täglich lässt Karl Ferdinand Stumm neue Richtlinien an die Werkstore anschlagen, um die Arbeit noch mehr zu verdichten. 12 Stunden Arbeit pro Schicht. Pausen auf die Minute genau. Menschen im Takt der Maschinen. Maschinen im Takt der Uhr. Vorbild für diese Diktatur der Zeit ist die Eisenbahn. Der eigentliche Motor der Industrialisierung. Der Bahnhof von Metz. Wichtigster Verkehrsknotenpunkt im annektierten Lothringen. Gebaut nach den Plänen und Fantasien des deutschen Kaisers Wilhelm II. Eine Burg, die die Macht der Eisenbahn und die neue Herrschaft der Zeit symbolisieren will. Im 19. Jahrhundert hatte jeder Ort seine eigene Kirchturmzeit. Dazwischen lagen Minuten, manchmal Stunden. Da die Städte nach und nach mit der Eisenbahn verbunden werden, braucht es eine einheitliche Zeit für die Fahrpläne. Erst 1893 wird diese Bahnzeit mit der Ortszeit zusammengeführt, zur sogenannten Normalzeit, die heute noch gilt. Herrscher über die Zeit der Menschen. In dieser Rolle sehen sich die Industriebarone, wie Karl Ferdinand Stumm. Mit der Normierung des Lebens durch die Uhr ist aber auch etwas entstanden, was den Industriebaronen unheimlich sein musste. Freizeit. Und mit der Freizeit das Wirtshaus. Wenn sich Johann Groß nach der Schicht mit seinen Kollegen in der Kneipe trifft, dann sind das die wenigen Momente ihres Tages, in denen sie nicht unter der Aufsicht des Fabrikherrn stehen. In der Kneipe ist Stumms Macht begrenzt. Und hier macht Johann Groß auch die Bekanntschaft, die ihn aus der Bahn werfen wird. Für Stumm gibt es nichts Schlimmeres als Disziplinlosigkeit und Anarchie. Und wie gefährlich solche Kräfte sind, das weiß niemand besser als er, der überzeugte Protestant. Vor allem seinen katholischen Arbeitern misstraut er. Seit jener Geschichte, die damals im ganzen Reich großes Aufsehen erregt hat. 1876. Preußische Truppen besetzen einen Wald bei Marpingen, nicht weit von Stumms Eisenwerk. Sie haben Befehl, 20.000 Arbeiter und Bauern zu vertreiben, die sich hier versammelt haben. Es ist die Zeit des Kulturkampfs. Der Papst verteufelt die Industrialisierung und erklärt die päpstliche Autorität für unfehlbar. Für Bismarck und das protestantische Preußen willkommener Anlass, die katholische Kirche in die Schranken zu weisen. Fast alle Arbeiter Stumms aber sind fromme Katholiken. Ehemalige Bauern, die ihre angestammte Umwelt verlassen mussten, um Knochenarbeit in der Fabrik zu verrichten, abhängig von der Macht ihrer Vorgesetzten. Menschen, die ihre alte Welt verloren haben. In dieser aufgeheizten Situation des Kulturkampfes, in der Priester verhaftet werden, Kirchen verwaist sind, geschieht es, dass am 3. Juli 1876 drei junge, des Lesens und Schreibens kaum mächtige Bauernmädchen im Hertelwald bei Marpingen eine glühende Lichterscheinung sehen. Dem Dorfpfarrer erzählen die Mädchen, ihnen sei die Jungfrau Maria erschienen. Und Maria habe zu ihnen gesprochen. Sie sei gekommen, weil Deutschland in großer Not sei. Die Nachricht verbreitet sich schnell, von Wunderheilungen wird berichtet und bald versammeln sich Tausende im Hertelwald. In diesem Ausbruch von Volksfrömmigkeit sieht Stumm die Gefahr von Anarchie. Truppen werden mobilisiert, um die Menge zu zerstreuen. Die Seherinnen werden verhaftet und monatelang verhört. Maria sei gekommen, geben die Mädchen wieder und wieder zu Protokoll, weil Deutschland in großer Not sei.
Die Marineerscheinung von Marpingen hat Stumm deutlich vor Augen geführt, wie viel Macht und Anstrengung es kosten wird, die Menschen in die neue Welt des Reiches aus Eisen zu zwingen. Bald danach setzt Stumm ein Zeichen, eine protestantische Kapelle auf seinem Werksgelände. Um die Kapelle lässt er einen Park anlegen. Darin ein kleines Karussell, mit dem sonntags die Kinder seiner treuesten Arbeiter fahren dürfen. Denn der Sonntag ist arbeitsfrei in Neunkirchen. Das Neunkircher Eisenwerk im Jahr 1857. Ständig wird die Hütte erweitert und modernisiert. Um die Jahrhundertwende wird sie mit 4000 Mann Belegschaft fast ein Drittel des Verbrauchs an Stahl im Kaiserreich produzieren. Mit der Eisenhütte wächst das Dorf Neunkirchen zur Stadt. Mit einem Eisenwerk, wie früher der Kirche im Zentrum, das mit seinen Geräuschen und Arbeitstakten das Leben und den Rhythmus der Stadt bestimmt. Bis in das Privatleben hinein will Stumm seine Arbeiter disziplinieren. Im ganzen Reich berüchtigt ist seine Heiratsverordnung. Wenn ein Arbeiter heiraten will, muss er bei Stumm vorsprechen. Hat er sich als fleißig erwiesen und ist die Frau nicht jünger als 24, darf er heiraten. Stumm verteidigt seine Verordnung mit der Fürsorgepflicht für seine Arbeiter. Wenn zum Beispiel ein Mensch von 18, 19 Jahren, der noch nicht einmal ausgewachsen ist, der geringen Lohn und nicht gespart hat, ein Mädchen heiraten will, das ebenso wenig gespart hat, also mit Sicherheit zu erwarten steht, dass hier eine unglückliche Heirat eintritt, wo die Leute ihre Kinder gar nicht einmal ernähren können, hebe ich das Arbeitsverhältnis auf. Die sittliche Bedeutung der Sache besteht darin, dass ich mich verpflichtet fühle, wenn die Leute die Ehe eingegangen sind und ohne ihr Verschulden nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu ernähren, ihnen auch meinerseits beiseite zu stehen. Der Unternehmer hat also die Pflicht, für seine Arbeiter zu sorgen. Das umfasst auch die Arbeiterfrauen. Zwar dürfen sie nur die Hütte betreten, um ihren Männern das Essen zu bringen. Dafür aber sollen sie in werkseigenen Haushaltsschulen lernen, Stumms Hüttenmänner ordentlich zu versorgen und arbeitsfähig zu halten. Der Bruderkuss von Arbeiter und Unternehmer im Metzer Bahnhof. Steinernes Sinnbild für das System Stumm. Wir alle gehören einem einzigen Stand an, wird er einmal sagen. Das ist der alte Stand der Hammerschmiede, zu dem ich mich mit allem Stolz bekenne. Stumm ist überzeugt. Die persönliche Verbindung des Unternehmers zu seinen Arbeitern duldet keine Einmischung von außen und ist die wichtigste Säule im deutschen Kaiserreich. Wie mittelalterliche Fürsten fühlen sich die Stahlbarone und kaufen und bauen sich Burgen und Schlösser. Das Weingut Grünhaus an der Ruwer. 1882 erwirbt Stumm dieses über 1000 Jahre alte Gut und lässt es herrschaftlich ausbauen. Ein Mustergut soll Grünhaus werden. Ein kleiner Industriebetrieb im Grünen. Karl Ferdinand von Schubert, der Ururenkel, er führt heute das Weingut in der dritten Generation, zu dessen Schätzen Weine gehören, die noch unter Stumm abgefüllt wurden. Stumm organisiert selbst seine Arbeiter im Weinberg wie in der Eisenhütte und lässt neue Weinkeller bauen. 1860 heiratete er seine Großcousine Ida Böcking. Es war keine Liebesheirat, eher ein Geschäft, um mit der Tochter eines Industriellen weiteres Kapital und technisches Wissen dazu zu gewinnen. Auf Gut Grünhaus hängt ein Gemälde, das den Moment beschreibt, in dem Karl Ferdinand links im Bild mit dem Vater der Braut die Heirat bespricht. Beobachtet von der zukünftigen Ida Stumm. Die streng protestantische Ida wird zum wichtigsten Menschen im Leben dieses düsteren Mannes, für den Religion eine solch prägende Bedeutung hatte. Karl Ferdinand Stumm, der Eisenschmelzer. Sein Protestantismus ist der Ursprung für sein Fürsorgesystem. Er führt Hilfskassen ein und will diese schon 1869 per Gesetz überall zur Pflicht machen. Jahre vor den Bismarckschen Sozialgesetzen. Den Stolz auf sein Werk illustrieren prächtige Lithografien, die er in Auftrag gab, um sein Neunkircher Eisenwerk in aller Welt zu präsentieren. Tatsächlich sind die sozialen Errungenschaften in Neunkirchen vorbildlich im Kaiserreich. Für die Arbeiter sorgt ein eigens gegründeter Knappschaftsverein.
Er unterstützt sie bei Krankheiten oder Unfällen. Stumm unterhält werkseigene Krankenhäuser und Schulen. Und jeder Arbeiter hat das Recht, persönlich bei ihm vorsprechen zu dürfen. Der Preis für die gute Versorgung ist die Unterwerfung unter den absoluten Willen des Unternehmers Stumm. Stumm duldet keine Gewerkschaften, keine Parteien im Werk und droht Mitgliedern des katholischen Gesellenvereins mit Entlassung. Der Unternehmer als Vater seiner Arbeiter. Aus der Werkstatt des Neunkircher Eisenwerks ist ein Gussmodell erhalten, das Stumms Gedankenwelt gut zum Ausdruck bringt. Es heißt, die Kinder der Industrialisierung. Auch Johann Groß hat sich gefügt, wie alle im Werk. Eigentlich ist er stolz, ein angesehener Hüttenmann zu sein. Wenn er sich bewährt, dann bekommt er vielleicht ein billiges Werksdarlehen, um sich ein eigenes Haus zu bauen. Das System Stumm ist so erfolgreich, dass weder Sozialdemokraten noch Gewerkschaften im Saarland Fuß fassen können. Stumm sieht sein System als Vorbild für das ganze Reich. Seit 1867 reist er als Abgeordneter immer wieder nach Berlin und will im Reichstag und im preußischen Herrenhaus Einfluss auf die Sozialpolitik des Reiches nehmen. Auf seinen Reisen nach Berlin fährt Stumm sozusagen auf eigenen Schienen. Das Neunkircher Eisenwerk ist einer der wichtigsten Schienenlieferanten im Reich und Stumm Mitglied in der Eisenbahnkommission. Mit Volldampf voraus. Das ist das Motto des Kaiserreiches. Zeppelin und Kamera. Zwei neue Techniken, die auch die Weltsicht der Menschen verändern. Die ersten Luftaufnahmen von Berlin, der Reichstag. Dom und Hohenzollernschloss. Und in Potsdam das neue Palais, Wohnsitz Kaiser Wilhelms II. Den saarländischen Unternehmer Stumm, seit 1888 Freiherr von Stumm-Hallberg, verbindet eine Freundschaft mit Wilhelm II. Die kaiserliche Familie vor dem Palais. Die Moschee von Sanssouci, nicht weit vom neuen Palais. Fast ein Jahrhundert lang träumten die preußischen Könige von sprudelnden Fontänen im Park von Sanssouci. Mit der Moschee ging der Traum in Erfüllung, denn sie umschließt eine Dampfmaschine, die die Wasserpumpen antreibt. Diese Potsdamer Dampfmaschine dokumentiert preußischen Fortschrittsgeist. Technik ästhetisch verpackt. Mit dem Schornstein im Minarett. Mit Volldampf voraus. Wilhelm II. Kümmert sich persönlich um das Wohlergehen der Industrie, bestellt Schiffe, Kanonen, Brücken, knüpft enge Drähte zu Industriellen wie Krupp oder Stumm. Der technische Fortschritt begründet Deutschlands Aufstieg zur Weltmacht. Die alte Dampfmaschinenmoschee versorgt nicht nur die Brunnen im Park mit Wasserdruck, sondern treibt außerdem auch einen der ersten Personenaufzüge auf deutschem Boden an. Der Aufzug im neuen Palais ist heute noch erhalten, wenn er auch nicht mehr funktioniert. Das Schlafzimmer Wilhelms II. Der Fortschrittskaiser hat im ewig kalten neuen Palais eine der ersten Zentralheizungen einbauen lassen. Er will in seinem Schloss auch nicht schlechter wohnen als seine reich gewordenen Großbürger. Das Badezimmer des Kaisers. Karl Ferdinand Stumm steigt zu einem der wichtigsten Berater des Kaisers auf, weil Stumm selbst ein begabter Techniker ist. Winderhitzer, Gasgebläsemaschinen, das Thomas-Verfahren. Stumm fördert und stößt immer mehr neue Erfindungen an, um die Eisenproduktion anzukurbeln. Die Weltausstellungen in Chicago 1893, auf der Stumm und Krupp das Deutsche Kaiserreich vertreten, oder die in Paris 1900, sind Schaufenster des Fortschritts. Jede neue technische Erfindung wird gefeiert. Und das Publikum ist begeistert. Eine wirklich bahnbrechende Idee in Paris, der elektrische Bürgersteig für Großstädte. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat das Deutsche Reich sein Gesicht völlig verändert. Um die Eisenwerke sind Städte gewachsen, Arbeitersiedlungen entstanden. Wer hier wohnt, lebt nicht mehr nach dem Rhythmus der Natur. Geblieben ist das Vertrauen in die Tröstungen der Bibel.
Noch um 1870 kamen die meisten Hüttenarbeiter aus der Landwirtschaft und versuchten, an den Wochenenden mehr schlecht als recht, ihren Frauen auf den Bauernhöfen zu helfen. Doch sehr schnell bilden sich aus anfangs einfachen Tätigkeiten viele neue Berufe heraus. Und die, die sie ausüben, entwickeln ein eigenes Selbstbewusstsein. Hierarchien entstehen, einfache und ungelernte Arbeiter, Hüttenmeister, Vorgesetzte mit Fachwissen und schließlich die Hüttenbeamten und leitenden Angestellten im Neunkircher Eisenwerk. Einer der Hüttenmeister hat ein Tagebuch hinterlassen, Rudolf Grenner. Er arbeitet seit 1895 in der Lohnbuchhalterei. Auch er muss um die Zustimmung zur Heirat bitten. Ging heute in der Mittagspause zu Herrn von Stumm, um denselben um Einwilligung zur Hochzeit zu bitten. Er fragte nicht weiter, sondern schrieb gleich einen Schein. Für Rudolf Grenner ist es selbstverständlich, seinen Arbeitgeber um Heiratserlaubnis zu bitten. Obwohl er Stumm durchaus kritisch sieht. 1895 überreizt Stumm seinen Kampf gegen arbeiterfreundliche Pfarrer, Liberale und Sozialdemokraten. In der Auseinandersetzung mit einem evangelischen Arbeiterverein brüstet er sich, Wilhelm II. Zum harten Durchgreifen bewegen zu können. Das Wort vom Scharfmacher Stumm sorgt für Missstimmung am Hof. Der Kaiser geht auf Distanz zu seinem Eisenbaron. Nach einem letzten Besuch bei seinem Kaiser weiß Stumm, dass seine Zeit am Hof und im Reichstag zu Ende ist. Stumm zieht sich auf sein Schloss Hallberg zurück. Im Reich hat er jeden Einfluss verloren. Er ist jetzt nur noch der König von Sarabien, wie ihn seine Zeitgenossen spöttisch nennen. Auf Schloss Hallberg muss Stumm erleben, wie ihn der Begriff Scharfmacher durch alle Zeitungen verfolgt. Insbesondere in den damals unter der Arbeiterschaft so beliebten Satirezeitschriften. Ob im Nussknacker, im Wahren Jakob oder im Kladderadatsch, überall konzentriert sich der Spott der Witzblätter auf den Freiherrn von Schloss Hallberg. Der selbst dann noch die Verfolgung der Sozialdemokraten fordert, als Kaiser und Reichstag das Sozialistengesetz bereits zu den Akten gelegt haben. Während Stumm im Reich zur Hassfigur geworden ist, haben sich die Untertanen in seinem Königreich Sarabien so gut es geht eingerichtet. Stumm ist immer noch der wichtigste private Arbeitgeber im Saarland. Wer sich nicht mit seiner Herrschaft abfinden kann, riskiert seine Existenz. Was niemand weiß oder gar für möglich hält, der junge Arbeiter Johann Groß hat es gewagt, heimlich die Bedienung der Kneipe zu heiraten. Und er hat vorher nicht den Fabrikherrn um Erlaubnis gefragt. Sein Geheimnis bleibt nicht lange verborgen. Schon am nächsten Tag wird Johann Groß in das Lohnbüro des Eisenwerks bestellt. Er wird ausgezahlt und fristlos gekündigt. Bei dieser Gelegenheit erfährt er vom Hüttenmeister der Lohnbuchhalterei, dass seine junge Frau vom Wirt auch fristlos entlassen wurde, weil der es sich mit Stumm nicht verderben wollte. Ohne Bleibe und mittellos beschließt das junge Paar, Neunkirchen zu verlassen. Aber sie kommen nicht weit. Ein berittener Gendarm verhaftet die beiden wegen Landstreicherei. Auf der Wache in Neunkirchen verhört der Gendarm zunächst die junge Frau. Warum sie heimlich geheiratet haben. Ob sie nicht um Erlaubnis gebeten hätten, weil Groß vielleicht doch heimlich mit den Sozialdemokraten sympathisiert. Ob es stimmt, dass Groß liberale Zeitungen gelesen habe, die Stumm doch ausdrücklich seinen Arbeitern verboten hat. Fragen, wie sie im Königreich Stumms oft gestellt werden. Das eigene Leben, das war die einzige Macht, die dem Arbeiter Johann Groß blieb. Karl Ferdinand Stumm hat noch vom Selbstmord seines Arbeiters erfahren. Aber da ist er schon selbst schwer krank. Die Ärzte stellen Magenkrebs bei ihm fest. Er stirbt am 8. März 1901 und wird im Park seines Schlosses begraben. Wenige Monate nach dem Freitod von Johann Groß. Bei den Arbeitern in Neunkirchen löst Stumms Tod echte Betroffenheit aus. Sie spüren, dass seine Ära zu Ende gegangen ist. Das Haupt der Arbeiterfamilie, wie er sich selbst gerne nannte, hat keinen Nachfolger hinterlassen, der die Dynastie weiterführen wird.
Sein System aber überlebt noch mehrere Jahre im Saarland. Selbst das Heiratsverbot bleibt noch einige Zeit in Kraft. Im Reich findet der Tod des Stahlbarons gewaltiges Echo. Kein Name sei in der Arbeiterschaft so verhasst gewesen wie der Name Stumm, heißt es. Den vielleicht schlimmsten Hohn aber vermerkt Rudolf Grenner in seinem Tagebuch, als er schreibt, Stumm habe einmal gesagt, er könne alle katholischen Arbeiter entlassen. Er werde schon nicht verhungern. Nun ist dieser Hohn in schrecklicher Weise an ihm in Erfüllung gegangen. Er ist vollständig verhungert. Und was das Schönste ist, katholische Schwestern verpflegten ihn beinahe während seiner ganzen Krankheit. Mit Stumms Tod neigt sich die Ära der absolutistischen Industriepatriarchen ihrem Ende zu. Während er sich als streng sorgender Vater seiner Arbeiter sah, führen seine Nachfolger das Werk als pragmatisch rechnende Buchhalter in das neue Jahrhundert. Wenige Jahre nach seinem Tod arbeiten schließlich sogar Frauen in seinem Eisenwerk. Die Erzengel von Neunkirchen, so nennt man sie bis heute. Was für Stumm undenkbar schien, zwingt nun der Männermangel im Ersten Weltkrieg herbei. Stumms radikale Vision der milden und der strengen Hand findet keine Nachahmer. Um die Jahrhundertwende wandelt sich die Arbeitswelt. Die patriarchalisch geführten Unternehmen haben es immer mehr mit selbstbewussten Vertretern einer Klasse zu tun. Und die unmündigen Arbeiter, Stumms Kinder der Industrialisierung, nehmen mehr und mehr ihre Interessen in die eigenen Hände. Anfang des 19. Jahrhunderts beginnt für die Menschen eine Zeit des Umbruchs. Maschinen verdrängen die Handarbeit. Nichts kann sie aufhalten. Schneller, präziser, gleichmäßiger. Hermanns Vater stemmt sich dagegen. Er will unabhängig bleiben und seine Zeit auch weiterhin selbst einteilen. Oft möchte er in die neuen Fabriken stürmen, die Maschinen einfach kurz und klein schlagen. Fortschritt im Maschinentakt. Die Industrialisierung wird das Leben der Menschen radikal verändern. Ich erinnere mich, dass Vater öfter ein paar Tage vor der Lieferung bis sehr spät in der Nacht weben musste, weil er so weit im Rückstand war und vielleicht bloß einen Taler in die Hand bekommen hätte. Auch die Mutter arbeitet. Jeder Pfennig wird gebraucht. Sie wäscht und putzt für andere Leute. Abends hilft sie ihrem Mann am Webstuhl. Das Wuppertal ist eines der frühen industriellen Ballungsgebiete Deutschlands. Weberfamilien wie die Enters erleben die Auswirkungen der neuen Zeit. Maschinell hergestellte Industrieprodukte bedrohen ihre Existenz. Viele haben Angst vor der Zukunft. Diese Zeit des Umbruchs erleben auch die Engels, eine alteingesessene Barmer Kaufmannsfamilie. Und auf Geld brauchen wir ja Gott sei Dank nicht zu schauen, hatte Friedrich Engels an seine Verlobte Elise geschrieben. Er konnte es sich leisten, eine Frau aus ärmeren Verhältnissen zu heiraten. Die Engels gehören zu den reichsten Familien des Wuppertals. Das Tal der Wupper. Aus Dörfern wie Barmen und Elberfeld werden Industriestädte. Am Fluss entstehen die ersten Fabriken. Etwas völlig Neues kündigt sich an. Friedrich Engels will an dieser Entwicklung teilhaben. Er, der Kaufmann, will eine eigene Fabrik gründen. Friedrich Engels weiß, ohne englisches Kapital und Know-how ist es kaum zu schaffen. Er will mehr als nur ein erfolgreicher Kaufmann sein. Sein Ziel ist Manchester und Umgebung, das Zentrum der englischen Textilindustrie. Engels ist gespannt auf diese neuen Produktionsstätten, die so gewinnbringend arbeiten sollen. Schon von Weitem hört er das Rauschen des Flusses, Rattern der Maschinen und Dröhnen der Wasserräder. Eine neue Architektur ist entstanden. Riesige Gebäude, die auf mehreren Stockwerken alle Produktionsprozesse unter einem Dach vereinen. Wahre Goldgruben. Engels ist technisch interessiert, muss alles ganz genau wissen. Anhand von Plänen lässt er sich erklären, wie das System der Fabriken funktioniert. Engels kennt Wasserräder aus Holz von daheim. Mit der Industrialisierung wird Eisen der neue Werkstoff werden. Härter und stabiler. Gewaltige Räder von mehreren Metern Durchmesser tragen jetzt die Wasserkraft in alle Stockwerke. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Dampfmaschine erfunden. Die Dampfkraft macht die Fabriken unabhängig von Wind und Wasser
und kann überall eingesetzt werden. Mit der neuen Energie laufen die Maschinen ohne Unterbrechung. Friedrich Engels ist fasziniert von den neuen Möglichkeiten. Wie gebannt verfolgt er die Arbeitsweise in den neuen englischen Spinnfabriken. Hunderte von Spulen im Gleichtakt, die alle einen neuen Rohstoff verarbeiten, Baumwolle. Als gewiefter Kaufmann weiß er, damit ist Geld zu verdienen. Die raue Wolle ist überholt. Glatte Baumwollstoffe sind jetzt gefragt. Und sie lässt sich bedrucken. Blümchenmuster sind der Hit des frühen 19. Jahrhunderts. Engels kennt noch von Hand betriebene Spinnräder. Diese wurden in England in rasantem Tempo weiterentwickelt. Denn die Baumwollverarbeitung erfordert völlig neue Techniken. Mit den Maschinen kommt der Durchbruch zur Massenproduktion. Immer mehr Spindel drehen sich, um die neuen Baumwollgarne herzustellen. In Manchester besichtigt er Fabriksäle mit gewaltigen Spinnmaschinen. Sie schaffen leicht in einer Stunde, was ein Spinner bei ihm zu Hause im Wuppertal an einem ganzen Tag produziert. In einer englischen Textilfabrik sieht er auch, wie die Kraft des Wasserrads einen ganzen Saal voller mechanischer Webstühle antreibt. Scheinbar selbstständig weben sie in kürzester Zeit Meter für Meter. Baumwollstoffe im Sekundentakt. Engels rechnet. Bedient werden die Maschinen vor allem von Frauen und Kindern. Niedrige Löhne und großer Profit. Der Markt ist schier unersättlich. Durch die Französische Revolution hatte sich in ganz Europa die Mode entscheidend geändert. Die Zeit der schweren, höfischen Stoffe ist vorbei. Die modisch bewussten Bürger tragen Anzüge und Kleider aus Baumwolle. Auch auf dem Kopf tragen modebewusste Damen jetzt Baumwolle. Friedrich Engels investiert in eine Spinnerei in Manchester. Und sein neuer Partner in England wird ihm helfen, auch im Rheinland eine Textilfabrik nach englischer Art zu errichten. Den Kopf voller Ideen kehrt er nach Barmen zurück. Seine Entscheidung steht fest. Er wird Fabrikherr. Mit diesem für einen Kaufmann ungewöhnlichen Entschluss überrascht er seine Familie. Seine Energie und Tatkraft schöpft er aus seinem Glauben. Die Engels sind fromme Protestanten. Kirche und Konto werden bei den protestantischen Kaufleuten großgeschrieben. Religion gibt Halt in einer Zeit des Umbruchs. Im Haus der Familie Engels in Barmen herrscht eine friedliche Atmosphäre. Weltoffen, tief religiös und ohne wirtschaftliche Sorgen. Als Kind hatte Friedrich Engels noch erlebt, wie auf den Wiesen an der Wupper Garne gebleicht wurden. Seit dem 18. Jahrhundert boomte im Tal der Wupper das Textilgewerbe. Seine Familie ist dadurch reich geworden. Der Barmer Bruch gehört seit über 100 Jahren der Familie Engels. Hier wohnen und arbeiten über 300 Spinner und Weber mit ihren Familien. Jeder hat sein eigenes Spinnrad oder einen Webstuhl zu Hause. Den Rohstoff müssen sie sich von den Engels holen. Sie fertigen daraus in Heimarbeit Seidenbänder und Spitzen, liefern die wieder bei den Engels ab und bekommen im Gegenzug ihren Lohn. Engels verkauft die Seidenbänder dann. Andere Kaufleute handeln mit Schnürriemen, Kordeln, Litzen und Schuhbändern. Als warme Artikel gehen sie in die ganze Welt und machen Engels Heimatstadt berühmt. Noch werden sie von Hand gefertigt. Auch der Vater von Hermann Enters webt Barmer Artikel. Nach Geschäftsreisen ist die Stimmung bei den Engels gelöst. Es gibt kleine Geschenke, aber auch spannende Geschichten zu erzählen. Engels berichtet von seiner Englandreise. Auch wenn seine Kinder noch nicht alles verstehen, sie spüren seine Begeisterung. Engels ist ein liebevoller Vater. Seinem ältesten Sohn Friedrich hat er ein Fernrohr mitgebracht. Glückliche Augenblicke zwischen Vater und ältestem Sohn. Doch die harmonischen Tage sind gezählt. Beide werden bald einen völlig unterschiedlichen Blick auf die Welt haben.
Friedrich Engels Junior wird seinen Blick auf das wachsende Elend der Fabrikarbeiter richten und zu dem Schluss kommen, die sozialen Missstände in den Städten können nur durch revolutionäre Maßnahmen gelöst werden, wenn nötig mit Gewalt. Sein Ziel wird eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Klassenunterschiede sein. Der Konflikt mit seinem Vater ist vorprogrammiert. Für seinen Vater sind Arm und Reich von Gott gegeben, unveränderbar. Einen radikalen Wandel der gesellschaftlichen Ordnung kann er sich nicht vorstellen. Im Gegenteil, er wird eine Textilfabrik gründen. Die Ausbeutung von Frauen und Kindern kalkuliert er selbstverständlich ein. Und für ihn ist völlig klar, sein Sohn soll als Erbe in seine Fußstapfen treten. Die Enters spüren die Auswirkungen der Zeit hautnah. Der Vater hat seine Waren abgeliefert. Er bekommt immer weniger Geld für seine Arbeit, weiß kaum noch, wie er seine Familie ernähren soll. Bald werden die Kinder mitverdienen müssen. Friedrich Engels hat für den Bau seiner Fabrik einen Architekten gefunden. Dieser führt ihn an die Agger, ins Bergische Land, viele Kilometer entfernt von Barmen. Die Agger ist ein reißender Fluss, der mit seinem starken Gefälle die notwendige Energie für das große Wasserrad liefern soll. Auf Dampfkraft will Engels zunächst verzichten. Die Kohlen sind ihm zu teuer. Als kühler Rechner will Friedrich Engels kein Risiko eingehen. Alle Standortfaktoren müssen stimmen. Und die findet er nur auf dem Land, wo die Bodenpreise niedrig sind. Anders als zu Hause in Barmen. In Braunswert, direkt neben dem Ort Engelskirchen, dort, wo die Agger eine große Schleife zieht, ist für beide der ideale Standort. Es stimmt alles. Engels und sein Architekt haben den idealen Standort gefunden. Hinzu kommt noch ein Vorteil, den kein Plan festhält. Das Bergische Land ist eine arme Leutegegend und bietet ein Heer von billigen Arbeitskräften. Die Äcker dieser Gegend sind zu klein, um davon zu leben. Stirbt der Besitzer, so wird das Land unter allen Söhnen gleichmäßig aufgeteilt. Die Parzellen werden mit der Zeit immer kleiner, immer mehr Menschen müssen sich von immer weniger Land ernähren. Viele ziehen weg und suchen ihr Glück in den boomenden Industriestädten. Die, die bleiben, halten sich mit Heimarbeit über Wasser. Sie spinnen und weben für Wuppertaler Kaufleute. Engels Fabrik ist für die Menschen dieser Gegend auch eine Chance. Engels sieht sich als Wohltäter. Begeistert schreibt er an seinen Partner in Manchester: Die Bewohner sind sehr arm und sehen mit Sehnsucht einer neuen Nahrungsquelle entgegen. Der Schulbezirk zählt allein 147 schulpflichtige Kinder von 6 bis 13 Jahren. Kinder wird man mindestens 30-40% billiger als bei uns in Barmen haben können. Und Kinder gibt es überall reichlich. Auch bei den Enters kommt jedes Jahr Nachwuchs. Doch Kinder armer Leute haben in dieser Zeit eine geringe Überlebenschance. Hermanns Bruder Wilhelm stirbt an Hirnhautentzündung. Er wird nicht mal 4 Monate alt. Den Sarg muss der Vater selber zimmern. Mutter sagte, er hätte die Kopfkrankheit gehabt. Hunger und Entbehrungen fordern ihren Preis. Ein Drittel der Kinder stirbt im Wuppertal vor dem 5. Lebensjahr. Dazu kommt die Wohnungsnot. In der Hoffnung auf Arbeit sind viele ins Tal gezogen. Sie bilden bald das erste Proletariat Deutschlands. Das Tal der Wupper, das deutsche Manchester, zeigt schnell das hässliche Gesicht der frühen Industrialisierung. Fabriken und Wohnungen reichen bis direkt an die Wupper und die gleicht einer roten Kloake. Im Fluss landen nicht nur die privaten Abwässer, sondern auch die der Türkisch-Rot-Färbereien. Es gibt noch keine Kanalisation. Direkt daneben die Wohnungen der Arbeiter. In der Gate oder an der Au, den ersten großen Elendsquartieren in Deutschland. Zu katastrophalen Zuständen kommt es, wenn Seuchen wie Cholera und Typhus ausbrechen. Die Flucht in den Alkohol hilft, die Not für einen Moment zu vergessen.
Luise Engels und ihren Mann rührt das Schicksal der vielen Armen in der Stadt. Sie spenden reichlich. Für sie eine religiöse Verpflichtung. Doch damit ist bei den Enters kaum zu rechnen. Meist gibt es nur eine dünne Suppe, dazu etwas Brot. Groß ist die Freude, wenn die Mutter mal Kartoffeln auf den Tisch bringt. Die Nahrung ist karg, eintönig, ohne Vitamine. Doch der Vater lässt die Familie lieber hungern, als den peinlichen Gang zum Armenpfleger zu machen. Den Kampf gegen die Industrialisierung kann Hermanns Vater nicht gewinnen. Die Maschinen arbeiten genauer, schneller, gleichmäßiger. Gegen sie kommt kein Weber an. Der gesellschaftliche Abstieg ist vorprogrammiert. Doch die Armen bekommen einen wortgewaltigen Anwalt. Friedrich Engels Junior, inzwischen Kaufmannslehrling in Bremen, klagt vom Kontor aus die sozialen Zustände in seiner Heimat an. Es herrscht ein schreckliches Elend unter den niederen Klassen im Wuppertal. Die reichen Fabrikanten aber haben ein weites Gewissen. Und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle. Besonders wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche geht. Mit seinen Briefen aus dem Wuppertal lässt der junge Engels eine Bombe platzen. Die harsche Kritik hält den Senior nicht davon ab, seine Fabrikpläne zu verwirklichen. Ein gewaltiges Wasserrad sorgt dafür, dass sich im ganzen Gebäude ab 1843 die Spindeln drehen. Engels ist am Ziel. Seine Baumwollspinnerei in Engelskirchen an der Agger entwickelt sich zu einer der größten Fabriken der ganzen Gegend. Er ist der wichtigste Arbeitgeber der Region. Mit Gottes Segen, nach englischer Art, laufen die Maschinen. Engels und sein englischer Partner haben sich auf die Produktion von Garnen spezialisiert. Die Qualität der Garne ist herausragend. Auf Weltausstellungen bekommt er Preise dafür. Ein Erfolg, der sich auch in der Bilanz widerspiegelt. 1852 ist ein kräftiger Gewinn aus. Arbeit ist für Friedrich Engels eine gottgewollte Pflicht, die auch für seine Arbeiter gilt. Erst die Fabrikarbeit erzieht sie zu besseren Menschen, glaubt er. Engels Arbeiter stammen aus der Landwirtschaft und sind in eine völlig fremde Welt geraten. Der Takt der Uhr bestimmt jetzt ihren Arbeitstag. Unerbittlich. Zeit ist Geld, lautet jetzt die oberste Regel. Engels ist ein rastloser Arbeiter. An Elise schreibt er: Arbeit ist das rechte Präservativ gegen Melancholie. Ausführlich berichtet er von den Erfolgen in der Fabrik, aber auch über soziale Maßnahmen. Er führt Unterstützungshilfen und eine Sterbekasse für seine Arbeiter ein. Grüße alle Kinder herzlich von mir und behalte lieb deinen Friedrich. Fast die Hälfte der Arbeiter in den frühen Fabriken sind Kinder. Sie sind flink und gewandt. Ihre Arbeitskraft ist billig zu haben. Auch die Regeln der Fabrikordnung sind ihnen leicht einzubläuen. Kinder werden zu Teilen der Maschine. Kinderarbeit ist für Engels und die anderen Fabrikherren normal. Eine gute Tat, weil sie bettelnden, armen Kindern eine Beschäftigung geben. Und das heißt Ordnung im Leben, Gott gefallen. Dass die Kinder von der Arbeit krank werden, Unfälle passieren, wird ausgeblendet. 1839 kommt das erste Kinderschutzgesetz. Kinder, jünger als 9 Jahre, dürfen jetzt nicht mehr regelmäßig in Fabriken arbeiten. Doch das Problem bleibt bestehen. Das weiß auch Friedrich Engels. Kinderarbeit bleibt für ihn eine fest kalkulierte Größe. Kinder müssen schuften wie Erwachsene. 1853
Mit dem zweiten Kinderschutzgesetz wird das Alter auf 12 Jahre hochgesetzt. Doch staatliche Kontrollen sind selten. So bleibt alles beim Alten, bis die Maschinen zu kompliziert werden. Hermann geht es da etwas besser. Sein Vater nimmt ihn gern mit an die Wupper oder in den Wald. Der Webstuhl daheim steht still. Die Welt zeigt sich von ihrer anderen Seite. Der Vater hat ein besonderes Hobby. Singvögel fangen. Das ist zwar streng verboten, doch beide kümmert das kaum. Kleine Freiheiten in einem mühseligen Leben. Freiräume, die Fabrikarbeit nicht erlaubt. Im Sommer wird bei Engels bis 9 Uhr, samstags sogar bis 12 Uhr nachts gearbeitet. Das gleichmäßige Auf und Ab, Vor und Zurück der Maschinen bestimmt den Arbeitsrhythmus der Menschen. Ohne Rücksicht auf Tag und Nacht, Sommer oder Winter. Für Hermanns Vater ist eine Arbeit in der Fabrik undenkbar. In der Landwirtschaft aufgewachsen, braucht er seine Freiheiten, auch wenn sie teuer erkauft sind und ihn von der Arbeit am Webstuhl abhalten. Er wird sich nie einer festen Zeiteinteilung unterwerfen. Und der Druck des Webstuhls ist für einen Moment vergessen. In Preußen gibt es die Schulpflicht. Unternehmer, auch Friedrich Engels, müssen Schulen einrichten. Doch gelernt werden darf erst nach 12 Stunden Arbeit. Hermann macht sich auf zur Schule. Doch die Mutter will ihn zu Hause behalten. Er soll lieber spulen und Geld dazu verdienen. Er aber weiß, nur durch die Schule hat er eine Chance, aus dem Elend auszubrechen. Außer Lesen, Schreiben, Rechnen wurde uns besonders noch gelehrt, was der liebe Gott für ein guter Mann war und ebenso der König. Es wurden immer Lieder gesungen, wo nur Gott und der König gelobt wurden. Hermann geht gern zur Schule und ist ein fleißiger Schüler. Das Lernen fällt ihm leicht. Schlimmer ergeht es den Kindern in den Fabrikschulen. Über die völlig erschöpften Kinder, die spät abends noch lesen und ein Lied anstimmen sollen, berichtet ein Schulinspektor. Der Liedvers, den sie zum Schluss anstimmten, tönte wie Weinen und Verlangen, endlich frei zu werden. Friedrich Engels Senior wird damit konfrontiert werden, durch seinen eigenen Sohn. 1844 erscheint dessen erstes Buch »Die Lage der arbeitenden Klassen in England«. Zehntausende kämpfen täglich in den wachsenden armen Vierteln ums Überleben. Sie zeigen die Kehrseite der Industrialisierung. Engels Senior ist entsetzt. Sein Sohn beschreibt zwar Zustände in England, doch sie lassen sich schon längst auf Deutschland übertragen und sind auch in der eigenen Fabrik in Engelskirchen bittere Realität. Der Sohn fällt damit als Nachfolger und Erbe aus. 1844 ist auch das Jahr, wo in Deutschland die Not der Weber katastrophale Ausmaße annimmt. In ihrer Verzweiflung suchen sie einen Schuldigen. Es kommt zu Aufständen, vor allem in Schlesien. Die Polizei schlägt den Aufruhr nieder. So sehr sie an den Toren der Fabrikanten rütteln, am Ende bleibt alles wie gehabt. Ursache sind nicht immer nur die neuen Maschinen und die profitorientierten Unternehmer. Die Weber sind die ersten Opfer einer beginnenden Globalisierung, die damals noch keiner so nennt. Überproduktion, Einfuhrverbote, Preisverfall. Die Textilbranche ist anfällig für Krisen. Engelskirchen bleibt von Aufständen verschont. 5 Jahre nach der Fabrikgründung hat Engels alles erreicht. Die Fabrik läuft mit Gewinn und nebenan im Park steht das neue Wohnhaus. Schlicht, ohne Pomp. Für den Industriepionier das richtige Symbol seines Erfolgs. Protestantische Erwerbsethik in Eisen und Stein. Doch ein Traum bleibt ihm verwehrt. Was er aufgebaut hat, wird sein ältester Sohn nicht fortführen. Friedrich Engels Senior stirbt im März 1860 an Typhus. Eine Seuche, die auch vor Geld, Stand und Gottesgläubigkeit nicht Halt macht. Sein Sohn Friedrich will es wie der Vater im Großen machen. Weltrevolution, statt als Krämerseele in Engelskirchen zu versauern. Mit seinem Freund Karl Marx legt er den Grundstein für die Arbeiterbewegung. Ökonomische Mitbestimmung durch Gewerkschaften und politische Emanzipation durch Parteien.
Daneben spekuliert er erfolgreich an der Manchester Börse. Es fällt ihm leicht, sein rheinisches Erbe auszuschlagen. Die Firma des Vaters wird von seinen Brüdern und deren Nachkommen über 100 Jahre erfolgreich weitergeführt. Der Böckmannsbusch in Barmen 1860. Im Todesjahr von Engels Senior geschehen auch für Hermann Enters einschneidende Dinge. Sein Traum von einem besseren Leben zerplatzt. Ohne sein Wissen haben die Eltern einem Handel zugestimmt. Er wird verkauft. Als Lehrjunge. Der Preis? Ein neuer Ofen. Er muss sich fühlen. Ich musste alles in stummer Resignation dulden und über mich ergehen lassen. Denn es war eine niedrig denkende Gesellschaft, an die ich verkauft war. Für Hermann beginnt eine weitere Zeit der Ausbeutung und Erniedrigung. Jahre später entschließt er sich, das hungrige Wuppertal, wie er es nennt, zu verlassen. Er befreit sich aus seinem Joch. Hermann Enters ist mittlerweile 36 Jahre alt. Wie Millionen seiner Landsleute besteigt er in Bremerhaven ein Schiff und wandert nach Amerika aus. Dort baut er für sich, seine Frau und die 7 Kinder eine neue Existenz auf. Mit 75 Jahren schreibt er für seine Geschwister in Deutschland seine Erinnerungen auf. Hermann Enters stirbt 1940 in Milwaukee, USA.